Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Luca testet einen extrem heißen Pfefferminztee. Oh, gut, ey. Tee wärmt einen so richtig von innen. Allerdings soll es heute nicht um meinen Tee gehen, sondern um das Video 10 kuriose erste Videos von YouTubern, bevor sie berühmt waren. Der folgende Ausschnitt stammt tatsächlich aus dem ersten Video eines berühmten deutschen YouTubers, dessen Kanal aktuell ca. 2,7 Millionen Abonnenten hat. Okay. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie man ein Glas Milch einfängt. Und ich dachte, mein erstes YouTube-Video war schlimm. Dazu brauchen wir ein Glas. Aha. Und, Milch. Fettarme Milch. Ja, kein Aha. Witz. Dieses Video war tatsächlich das erste Video eines großen deutschen YouTubers. Okay. Ihr könnt ja mal raten, wer es war. Ich würde sagen... Ist es die Person auf dem Foto hier? 2,7... Ach komm, wir schauen einfach weiter. Fangen wir an mit der Nummer 10. Und damit mit einem Comedy-YouTuber, der sich inzwischen auch mehrfach als Schauspieler versucht hat. Okay. Die Rede ist von Jonas Ems. Mhm. Jonas und sein 2,7 Millionen Abos stolzer nach ihm benannter Kanal sind vor allem bekannt für seine Prank-Videos, seine Comedy-Skits und seine Dinge, die man nicht tun sollte Videos. Mhm. Tatsächlich fing er nämlich bereits im Jahr 2012 an, Videos... Boah, 2012. Ich glaube, ich habe auch 2012 angefangen. Das ist einfach schon krasse 8 Jahre her. Ja, ich kann Mathe. Sein erstes Video lud er damals im zarten Alter von 15 Jahren hoch. Es trug den Titel 10 Dinge, die ich hasse, wenn ich in der Schule bin. Guck mal, wie er aussieht. Auch wenn es sowohl technisch als auch schauspielerisch bei weitem keine Glanzleistung war, reichte es wohl aus, um den Grundstein für seine bis heute sehr erfolgreiche Karriere zu legen. Ey, wie süß Jonas da aussieht. Ey, wenn ich Bilder von mir teilweise sehe, vor 10 oder 8 Jahren, ey, ich sah aus wie ein Stein. Ich hatte auch Muskeln wie ein Stein. Ja, weiter geht's. Die Nummer 9 belegt eine YouTuberin, deren erstes Video wirkt, als sei es das Relikt einer vergangenen Zeit. Ist das Kelly? Und gewissermaßen ist es das auch. Oder? Denn es stammt aus dem Jahr 2010 und damit aus einer Zeit, in der viele YouTuber noch Videos mit Webcams und Camcordern machten, statt mit Smartphones und Spiegelreflexkameras. Aha. Die YouTuberin von ja! Ey, das ist krass. Komm, wir versuchen jetzt jedes Mal direkt zu raten, wer das ist. Die YouTuberin, von der hier die Rede ist, ist Kelly Mrs. Vlog. Ja, wer kennt sie nicht? Kelly Mrs. Vlog. Angefangen hat das alles in ihrem Fall mit diesem Video. In ihrem ersten Video mit dem Titel Die Außenseiter wollen uns tanzen sehen, führte sie nämlich ein fiktives Selbstgespräch, das darin mündete, dass Kelly über 3 Minuten in diversen Kameraeinstellungen vor sich hintanzte und das dann später mit diversen Videoeffekten verzierte. Okay. Kaum zu glauben, dass dies der Anfang ihrer Karriere war. Aber es war bei jedem so. Jeder YouTuber... Also viele haben ja auch schon ihre ersten Videos gelöscht. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von, also ich habe auch ein paar Videos runtergenommen, wo ich mit meinen Aussagen einfach nicht mehr zufrieden bin. Aber da, so, ich finde, das ist halt Teil der Vergangenheit. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich finde, das gehört dazu. Und deswegen habe ich auch mein erstes Video noch online und es ist so cringy. Die Außenseiter wollen uns tanzen sehen. Boah, Mikro auf Wish bestellt. Ich glaube nicht, dass sie dich tanzen sehen wollen. Doch, natürlich, haben sie doch gesagt. Was ist das für ein Ton? Kommen wir zur Nummer 8. Okay, weiter geht's. Und damit zu einem der ältesten Videos auf dieser Liste. Boah, 2009. Nämlich zu dem ersten ja, Video Torge. Oder zumindest einem der ersten Konnt Videos man jetzt richtig von erraten. Dem bekannten YouTuber Fresh Torge. Tatsächlich war der Inhalt dieses Videos ein Format, welches Torge damals zu erster Bekanntheit verhalf. Aha. Es hieß nämlich The Song Movie und war das erste von 3 Videos mit diesem Titel. Okay. Konzept der Videos war dabei, dass Torge in 2 unterschiedliche Rollen schlüpfte, die sich miteinander unterhielten und das unter anderem mit Hilfe von bekannten Popsongs. Irgendwie... Bestand YouTube früher zum großen Teil wirklich aus so, hey, ich bin zwar allein vor der Kamera, aber schlüpfe in verschiedenen Rollen. So, Jonas hat das ja beispielsweise auch gemacht mit seiner Schauspielsache da. Dann Kelly hat das ja auch gemacht mit Außenseiter wollen uns tanzen sehen. Torge jetzt auch und dann gibt's mich. Mein erstes Video war ein Tutorial, wie man in Minecraft Diamanten in unter 5 Minuten findet. Can you make me famous on YouTube? Oh, no, forget it. But if you do it, I'll give you... Das ist auf Englisch.
Aber gut. Übrigens gingen Torges allererste Versuche auf YouTube sogar noch weiter zurück. Aha. Diese sind jedoch nie der breiten Öffentlichkeit bekannt gewesen, bis auf einen Clip, den Torge vor einigen Jahren mit seinen Fans teilte und in dem er das erste Mal seine Rolle Sandra erfand. Ah. Und das immerhin schon im Jahr 2008. Boah, was? Würdest du für mich anrufen, wenn ich in der Pop... Wenn ich da... Würdest du machen? So richtig geil. Boah, diese ganzen Sandra-Sachen von Torge... Krass, habe ich sehr gefühlt. Das war wirklich meine Kindheit. Ich weiß noch, Sandra beim Führerschein und so. Richtig geil. Ich habe auch massiven Respekt vor Torge, wie der produktiv am Hustlen ist die ganze Zeit. Fühle ich wirklich sehr. Auf der Nummer 7 kommen wir zu einem wirklich überraschenden ersten Video eines deutschen YouTubers, denn es ist nicht nur erstaunlich gut, sondern hat auch noch erstaunlich viel Tiefgang. Okay. Etwas, wofür der YouTuber dahinter heute nicht gerade bekannt ist. Okay. Gemeint ist das erste Video Was? Des Pranksters, YouTubers und inzwischen Rappers Was? Leon Mascher. Tatsächlich war das erste Video auf seinem Kanal nämlich ein Musikvideo. Und Was? Zwar zu einem... Das ist doch nicht Leon Mascher. Okay, wahrscheinlich ist es einfach irgendein Schauspieler. Aber ich dachte gerade, weil die haben erst irgendwie ihn hier die ganze Zeit gezeigt und dann auf einmal gesagt, Leon Mascher. Oder ist das Leon Mascher? Man hat, also ich weiß auch gar nicht, was der für Haare hat. Der hat halt immer eine Cap auf einfach. Er ist glücklich, denn jetzt sieht alles besser aus. Doch wenig später steht die Kripo unter einem Treppenhaus. Als nächstes kommen wir... Warte mal ganz kurz. Leon Mascher? Das hätte ich ja jedem zugetraut, aber nicht ihm. No front, ich kenne ihn nicht. Mama, ich nehme gerade ein Video auf. Ich habe was für Papa zum Vatertag. Ja, bring ich dann mit. Okay, ciao. Ich habe nichts für meinen Vater zum Vatertag. Als nächstes kommen wir tatsächlich zu der meist abonnierten YouTuberin Deutschlands. Bibi. Und damit, wer wüsste das nicht, zu Bibis Beauty Palace. Mhm. Auch wenn Bibi heute vor allem für Lifestyle- und Unterhaltungsvideos bekannt ist, zeigen ihre ersten Videos ihre wahre Herkunft auf YouTube Deutschland. Mhm. Bibi hat ursprünglich nämlich angefangen, Videos in der Beauty- und Styling-Nische zu machen und daher naheliegenderweise hauptsächlich Tutorials gedreht. Habe ich, glaube ich, schon mal drauf reagiert. Auf das erste Video von Bibi habe ich, glaube ich, schon mal auf meinem Hauptkanal reagiert. Und da haben wir auch schon damals festgestellt, dass viele, die mit Beauty gestartet haben, jetzt auch in die Unterhaltungsrichtung gegangen sind. Also es gibt ganz wenige reine Beauty-Kanäle nur noch in Deutschland. Ihr erstes Video trug dementsprechend den Titel Haare an der Kopfhaut flechten. Mhm. Neben Tricks und Tipps zu Flechtfrisuren zeigt das Video auch, was für eine Entwicklung Bibi seit ihren YouTube-Anfängen zurückgelegt hat und dass auch sie mal ganz gewöhnlich angefangen hat. Ja. Zopf ebenfalls wieder mit der Haarspange hinter dem Ohr mit der Haarklammer. Mhm. Entspannt. Und dann seid ihr auch mit der zweiten Möglichkeit fertig. Perfekt, mache ich auch so jeden Morgen vorm Spiegel. Nee, aber das muss man wirklich mal sagen, um hier auch jetzt mal ein bisschen Input von mir auch reinzubringen hier ins Video. Wirklich, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, dann macht einfach. So war es bei mir auch, so war es bei Bibi auch, so war es bei allen anderen YouTubern auch. Keiner von uns hat irgendwie fett angefangen mit einem riesen Budget, mit einem riesen Kamerateam, I don't know, sondern wir haben alle klein angefangen. Und ich finde es immer süß, wenn mich Leute fragen, ja, hast du Tipps für mich, wie ich mit YouTube anfangen soll? Mach einfach. Mach einfach. Also Real Talk, das ist einfach, einfach machen. Übrigens gibt es sogar ein Video von Bibi, welches noch älter ist und welches die YouTuberin im Februar 2017 ihren Fans zeigte. Mhm. Es war ein erster Vlog-Versuch aus dem Jahr 2007. Boah. Neben Bildercollagen und Diashow-Elementen war unter anderem auch schon Julian in dem Video zu sehen. Krass. Kommen wir zur Nummer 5. Und damit ebenfalls zu einem YouTuber, über dessen Entwicklung man durchaus staunen kann. Die Rede ist nämlich von Tanzverbot, der vor allem in den letzten Monaten für viel Aufmerksamkeit sorgte, indem er seinen Lebensstil radikal wandelte und dafür unter anderem zu seinem YouTube-Kollegen Unge auf die portugiesische Insel Madeira zog. Mhm. Im Vergleich zu vielen anderen YouTubern auf dieser Liste ist seine Geschichte jedoch relativ jung. Mhm. Tanzverbot wurde nämlich erstmals vor circa 4 Jahren auf YouTube aktiv. Mhm. Auch wenn sein allererstes Video nicht mehr öffentlich ist, haben wir dennoch einige der ersten Videos seiner Laufbahn für euch. Okay. So etwa ein 15-sekündiges Video mit dem Titel. Müsst ihr halt euch mal anschauen, ne? Guck mal, die Bewertungen. 5200 Likes zu 3600 Dislikes. Das ist was der jetzt absolut gar nicht mehr macht. Das ist fast 50-50 Likes, Dislikes. Und ich finde, da merkt man auch krass, wie er sich entwickelt hat. Also er eckt immer noch bei einigen Leuten sehr krass an, aber ich finde es sehr, 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 sehr cool zu sehen. Und er hat ja auch gegen mich früher viele Videos gemacht, wo ich mir einfach dachte, Bro,
warum, was ist seine Mission. Aber seine Entwicklung ist sehr, 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 sehr schön mit anzusehen und feiere ich wirklich sehr. Ich will, dass ihr es alle öffentlich zugebt. Diese Message geht nur an Weiber da draußen. Ich sehe es doch auf den Streets in Berlin, wie sie mir hinterher gucken. Alter, oh, meine Augen. Wie schon gesagt, zeigen diese Videos, was er für eine erstaunliche Entwicklung hinter sich hat. In der Tat. Aber sie zeigen eben auch, wie Tanzverbot erfolgreich geworden ist. Ja, stimmt nämlich auch. Nämlich durch eine gewisse Hemmungslosigkeit und seine provokante Art. Mhm. Auf der Nummer 4 kommen wir zu dem deutschen Lifestyle- und Comedy-YouTuber InScope21. Oh, da bin ich gespannt. Oder wie er mit bürgerlichem Namen heißt, Nico Lazarides. Nico Lazarides. Das ist ein richtiger Zungenbrecher, der Name. Aber bei Nico bin ich echt gespannt. Seinen Kanal mit fast 2,5 Millionen Abonnenten gründete InScope bereits 2010. Mhm. Zunächst lud er damals lediglich Let's Plays hoch. Und zwar vor allem von dem Ego-Shooter Call of das Duty wusste ich Modern gar nicht. Warfare 2. Nach circa 10... Ja, ich brauche gar nicht lachen, ich sah noch schlimmer aus, aber das war dieser Standard-Style früher, so Dreiviertelhose, so Cargo-mäßig, dann T-Shirt mit Zip-Hoodie. Und zwar gemeinsam mit seinem Freund Benny im Rahmen seines 1000-Abonnenten-Specials, in dem sie sich gegenseitig diverse Fragen stellten. Ja, was ist denn so euer Lieblingsessen? Pizza the Call of Duty. Nein, Spaß, meine Leute. Pizza vielleicht mit Spaghetti. Auf der Nummer 3. Was? Was? Pizza mit Spaghetti? Also, okay, es kommt drauf an, so Pizza mit so Spaghetti Bolognese fühle ich überhaupt nicht. Wenn dann jemand so eine Pizza hat und da drauf sind Spaghetti Bolognese, das ist irgendwie bleh. Aber ich finde so Pizza mit so ein bisschen Nudeln, so Pizza Pasta geht schon klar. Aber nach meiner Meinung hat auch niemand gefragt, von daher machen wir weiter mit dem dritten Platz. Auf der Nummer 3 kommen wir nun zu einer YouTube-Crew, die sich leider erst vor wenigen Monaten auflöste. Ja, also ich glaube, die meinen, dass die Crew sich leider aufgelöst hat vor einigen Monaten, aber es war ein bisschen ungünstig formuliert, so von wegen, ach, die haben sich leider erst letztens aufgelöst. Die Rede ist von Ape Crime und ihrem ersten Video, was tatsächlich aus dem Jahr 2006 stammt. Boah, was? Und damit aus einer Zeit, auf der YouTube noch nicht annähernd so verbreitet war wie heute. Uh-huh. Inhalt des Videos war dabei eine fiktive Begegnung zwischen einem Zivilisten und einem auf der Straße schlafenden Mann, die Stoff lieferte für wohl eins der skurrilsten Videos auf dieser Liste. Okay. Da hinten ist so ein Obdachlosenheim. Da. Wollen Sie da hin? Ich könnte Ihnen die Adresse mal aufschreiben. Ja. Oder können Sie sich die merken? Ja. Ist das... Ja, gut. Also Sie müssen einfach hier da weitergehen, dann sind Sie schon da. Ist das Cengiz? Ja, okay, tschüss. Kommen wir zu... Hä? Was war das? Hey, lass mal ein Video drehen, wie da so ein Typ auf dem Boden liegt und dem empfehlen, wo ein Obdachlosenheim ist. Das war's. Ey, Wahnsinn, warum habe ich denn jetzt hier gerade so geklatscht? Macht gar keinen Sinn. Wow, mein ganzes Leben macht keinen Sinn. Luca, halt einfach dein Maul. Wir machen weiter mit Platz 2. Kommen wir zuvorletzt noch zu einem besonderen ersten Video. Mhm. Und zwar zu dem ersten Video von Julian Bam, welches dieser im Februar 2011 in Kooperation mit seinem damaligen Partner auf dem Kanal Juba Films veröffentlichte. Mhm. Im Gegensatz zu den meisten Videos auf dieser Liste fällt sein erstes Video, welches übrigens ein Tanz-Kurzfilm war, nämlich nicht in die Kategorie skurril oder retro. Mhm. Stattdessen war bereits sein erstes Video extrem hochwertig und aufwendig produziert und sorgte somit mehr oder weniger sofort für Aufmerksamkeit. Mhm. Das Video mit dem Titel More Than Bread ist im Übrigen bis heute eins der meistgesehenen Videos von Juba Films. Mhm. Auf der Nummer 1 kommen wir nun, wie versprochen, zur Auflösung des YouTube-Kanals, der Milchexperte, dessen erstes Video wir am Anfang dieses Videos gezeigt haben. Aha. Die Person in dem Video, welches übrigens den Titel Milch einschenken Fail trug, war nämlich tatsächlich die Lochis? Lol, das hätte ich nie gedacht. Aber die Lochis, die sind auch gar nicht mehr auf YouTube, oder? Roman Lochmann, der mit seinem Zwillingsbruder Heiko hinter dem Kanal Die Lochis steckt. Mhm. Auch wenn man es anhand ihres ersten Videos kaum für möglich gehalten hätte, sind die Lochis inzwischen das wahrscheinlich beliebteste Zwillingspaar, das YouTube Deutschland je gesehen hat. Und im Übrigen auch über YouTube hinausgewachsen mit ihren eigenen Filmen und ihrer eigenen Musik. Mhm. Wie ihr sehen könnt, hat also Ach, das wirklich... War's. Aber war...
Ey, ich find's so, so krass, was ich dann, wir uns, also was wir alle uns früher gedacht haben, so ich ja auch. Ich denke mir so, ja, ich zeig den Leuten, wie sie Minecraft-Diamanten finden unter 5 Minuten. Irgendwie eine Kelly sagt, Außenseiter wollen uns tanzen sehen. Dann kommt irgendwie ein Torge an, der da irgendwie so eine, weiß ich nicht, sowas aufdings, so ein Schauspiel mit zwei Personen, die da dann irgendwie Musik, Lieder, Songtexte sagen. Dann Nico beantwortet einfach irgendwie Fragen von wegen, ja, ich esse gern Pizza, Spaghetti. Dann hier die Lochis mit ihrer Milch, also wirklich krass. Ich weiß nicht, was wir uns alle da früher bei gedacht haben, aber das nur an euch halt, so ein bisschen auch die Message. Fangt einfach an. So, wir haben alle nicht krass professionell angefangen, sondern einfach machen, Spaß dran haben und dann wird das schon. Allerdings würde ich an der